Hi, hier schon wieder euer ABO mit einem neuen Video. Wieder mal Unboxing, wieder mal ein Messer. Das zweite, was ich mir bestellt habe, ist heute angekommen. Diesmal habe ich bestellt bei Condor Tool & Knife. Und zwar habe ich mir geholt das Bushlore. Ganz kurz zu der Firma. Die Firma hat ihren Ursprung in Deutschland. Allerdings unter einem anderen Namen, wurde 1787 in Solingen gegründet, soll eben Begriff sein. Wurde dann allerdings, muss auf meinen Spickzettel schauen, 1964 nach Santa Ana verlagert, El Salvador. Und den richtigen Firmennamen Condor Tool & Knife hat es seit 2004 und seitdem beliefert es auch Europa und Amerika mit Messern, Macheten und Ähnlichem. Ja. Wieder genug gequatscht, schauen wir uns das Ding mal an. Geliefert wird das Messer in so einer ganz gewöhnlichen Box. Ja, schauen wir doch mal. Und so sieht das gute Stückchen aus. Ja. Schönen schwarzen Lederscheide, recht dickes Leder auch, zweifach genietet, aber auch allerdings nur mit einer einfachen Naht. Vorne mit dem Firmenlogo und auf der Rückseite angebracht eine Gürtelschlaufe. Zwar nur eine gewöhnliche Lederscheide, aber das Messer sitzt fest. Schon mal gut. Raus mit dem Ding. So sieht es aus. Die groben Maße, die Gesamtlänge von dem Messer ist knapp unter 24 cm. Die Klinge hat eine Länge von ca. 10,5 cm. Die Klingenstärke hat 3 mm, ist Full Tang, der Griff ist aus Nussbaum, zweifach genietet und ein Loch für ein Lanyard. Der Messerstahl, das ist ein 1075er Carbonstahl, braucht also ein bisschen mehr Pflege, weil der ist nicht rostfrei. Besitzt eine Härte von 56 bis 58 Rockwell. Die Klinge hat einen Scandi-Schliff. Und ja, warum habe ich mir das Messer gekauft? Ich finde es einfach sehr schön, preislich in Ordnung. Mich erinnert es ein bisschen an so richtig ja, die altertümlichen Buschmesser. Rein von der Form her, der natürliche Griff, also fürs erste Mal liegt es mir auch wieder gut in der Hand. Wieder als Hinweis, ich habe Handschuhgröße 9. Ja, und wie gesagt, ich finde die Form einfach schön. Ich habe ein paar Videos drüber gesehen, fand es recht interessant, deswegen habe ich es mir auch bestellt. Sieht auch, es ist noch schön geölt hier vom Werk her. Die Schärfe machen wir doch gleich mal wieder einen Schnitttest. Oh weh, weh. Naja. Ja, geht, aber werde ich auf jeden Fall nochmal nachschärfen oder zumindest mit dem Leder nochmal abziehen. Die Spitze kann man auf jeden Fall auch noch besser ausschleifen. Ja, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall einige Tests mitmachen. Bin schon gespannt. Ich denke vor allem zur Vorbereitung von Feuerbohren stelle ich es mir eigentlich recht gut vor. Von der Form, vor allem wenn die Spitze dann richtig ausgeschliffen ist.
Ja, die 3 mm Klingenstärke ist jetzt nicht das Gröbste, aber ich denke, ein paar gewisse Holzstücke, Betoning und so, sollte man trotzdem damit verrichten können. Das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich zeige euch natürlich gleich wieder ein paar Nahaufnahmen. Und wenn ich mal wieder draußen bin, gibt es natürlich auch ein Testvideo dazu. Also macht's gut, bis bald, euer ABO.